Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite-Gegenstand-Shop vom 1.8.22. Ich würde sagen, wir checken das Ganze natürlich gerne mal aus. Die Aktualisierung hat bereits schon stattgefunden. Deshalb schauen wir uns erstmal an, ob wir neue Pakete haben. So wie es ausschaut, haben wir heute keine neuen Pakete am Start. Dann haben wir natürlich die ganzen Pakete, die uns bereits schon bekannt sind oder die bereits schon die letzten Tage drin gewesen sind, die im Shop sind. Dann haben wir auf jeden Fall Jubelstimmung nach 43 Tagen. Nach 73 Tagen haben wir Pumpernickel am Start. Nach 78 Tagen haben wir einfach Freemix am Start. Teppichschritt Junior ist nach 31 Tagen wieder da. Dann haben wir die Penny nach 39 Tagen und nach 40 Tagen die Gesandte. Dann geht es einmal weiter hier nach oben. Wir haben hier einmal das Adeline-Paket. Das ist nach 39 Tagen wieder zurückgekehrt. Das komplette Farbenbomber-Set inklusive männliche und weiblichem Charakter sind nach 42 Tagen wieder zurück. Also nichts Besonderes. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Dann haben wir zu guter Letzt nochmal hier oben zwei weitere Skins. Einmal haben wir Kyra und den guten alten Marius. Marius nach 46 Tagen wieder zurück. Kyra nach 34. An sich gibt es auf jeden Fall mittlerweile schon coolere Styles von ihr. Find diese pinken Styles viel geiler als die davor. Aber ja, was will man dazu sagen? Von so viel auf jeden Fall dazu. So viel zum Shop. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne mal einen Daumen da, wie es sich so über den Vlog sagt. Ich bin nochmal raus. Haut rein, gebt mir Feuer, Fraps und ciao.